Eigentlich schon ziemlich wohl. Also es ist natürlich jetzt wieder ungewohnt, in so einer großen Stadt zu sein, weil man weiß, wenn man von A nach B will, dass man ein bisschen Zeit einplanen muss. Aber sonst ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl, wieder hier zu sein. Die Wohnung, in wo wir jetzt eingezogen sind am Montag, ist auch eigentlich schon sehr wohnlich. Mal gucken jetzt, wie es dann der Familie auch dann geht, wie schnell sie sich eingewöhnen können. Und ja, aber das wird sich alles jetzt bestimmt in der Zeit geben. Vor 8 Jahren war ich auch des Öfteren hier, wenn schönes Wetter war, auch dann mit Patrick zusammen sogar. Also wir haben schon etliche Male hier gesessen. Wenn jetzt dann hier mit der Familie, mal gucken, ist natürlich ein bisschen ein Weg vom Osten hier direkt in den Tiergarten, aber bestimmt wird man das ein oder andere Mal hier sitzen und eine Apfelschorle trinken. Ja, ich gehe eigentlich gerne in die Stadt, einfach nur gucken, ein bisschen Friedrichstraße, Kudamm entlang laufen, Sony Center, da Potsdamer Platz, so Sachen. Und dann ja, Lieblingsorte werden auch wahrscheinlich ein paar Spielplätze werden mit meinen Kindern. Und, ja. Nicht alle, also Hallo gesagt, das war's dann, weil wir auch in 2 verschiedenen Gruppen immer trainieren jetzt erstmal die Woche. Aber ich denke mal, das ergibt sich dann im Trainingslager, weil da wird man ja den Mittagessen, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen zusammen verbringen und dann auch natürlich zusammen trainieren. Und wir haben dann das ganze Jahr eigentlich über Zeit, uns kennenzulernen und da eine gute Truppe draus zu machen. Ja, also Trainingslager heißt ja eigentlich immer so, dass es anstrengender wird oder so. Man Mieter hat mir immer gesagt, die Trainingseinheiten von Luca, die werden nicht so anstrengend sein. Also ich weiß nicht, ob er mich einfach nur auf die Schippe nimmt oder ob der Trainer uns richtig bluten lassen wird. Ja, was wir jetzt machen, ist natürlich noch ein bisschen easy reinkommen, aber man ist es gewohnt, dass Trainingslager immer ein bisschen härter sind und es gehört einfach dazu, und uns auch fit zu bekommen für die Saison. Und da muss man auch ein bisschen schwitzen und ein bisschen Schweiß auf dem Parkett lassen.